Mal sehen, ob der Hahn auch nicht weit weg ist. Da haben wir jetzt schön die Palmen hier. Mit. Ist das nicht herrlich? Da, da sind die Hähne. Die Hähne kommen. Da zwei Stück. Einer geht schon, hat schon Bodo gesehen. Und da geht schon Angriffsstellung. Bodo, warte, 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 warte. Leg mich so. Du. Der hat einen Schnabelstarken. Bodo. Leg. Guck mal hier mit der Hahn, der will angreifen, der will angreifen. Einer ist erst abgehauen, jetzt ist er runter. Jetzt traut sich Bodo auch. Meine, die Hähne, die verteidigen ja nur ihre Hühner, aber aufpassen muss. Hier neben der die Tanke, da ist dann auch so ein kleiner Market. Und hier ist dann auch so ein Verkaufsstand, wo man dann hier Ausflüge buchen kann und so kleine Kurzreisen buchen kann und sowas. So, jetzt müssen wir erstmal warten auf der Straße. Ordentlich Verkehr. So, Bodo, komm. Jetzt kann's laufen. Ah, ist rot. Aber gut, lauf jetzt. Und hier jetzt hier drüben, das was ich letztes Mal schon mal gezeigt hatte, diese kleine Parkanlage mit den Sitzflächen, wo dann die Einheimischen gerade Wochenende und Feiertags viel sitzen, grillen und so. Ne? Komm her, komm. Jetzt am frühen Morgen, da sind schon einige Fischerboote draußen. Der hält einen Blick auf den Bootberg. Finde ich immer schön. Ja, von dem Hotel mit den vielen russischen Besuchern. Da sind schon die ersten draußen und die ersten aus dem Baden. Das ist kurz nach 7 Uhr heute Morgen. Da ist mal die Beachbar, wo die Leute von unserer deutschen Community viel hingehen. Die Springbootanlage, die setze ich an. So, hier geht es jetzt runter. Okay. Bodo und ich, wir werden jetzt mal zum Strand runtergehen. Da kann er frei laufen. So, das ist hier in der Beachbar, wo man dann noch, wenn sonnig ist, schön sitzt. Im Schatten. Dann komm mal her, Bodo. Komm mal her. So, nur laufen. Komm. Bodo. Bodo. Da, da ist er. Komm her, komm. So, das ist jetzt hier unten am Strand. Ist nur nicht so ein feiner Sandstrand hier bei uns, aber ist in Ordnung. Hier kann man vernünftig baden. Und eine Bademixe ist im Wasser. Da ist früher ein Mammut war. Da kommt der. Da kommt der Kleine. Da komm mal hier, da komm mal hier. Ja, 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 ja. Oh, du am Strand.
Wasser. Schön. Und hoch beim ausgiebigen Schnuppern. Wenn man hier jetzt so schaut, ist das nicht herrlich, die Palmen und dann jetzt die Blütenpracht ist ja leider vorbei. Ne? Aber wenn das so richtig in schöner Blüte ist, das ist eine Blütenpracht, ehrlich. Da eine Springbrunnenanlage, die Sportgeräte und sowas wie diesen kleinen Park und diese Sportgeräte. Sowas hat man ja hier an der Strandpromenade, die ist bestimmt 30, 40 Kilometer entlang zieht hier am Meer. Allerwärts, überall. Da drüben, das ist der kleine Market. Der hat nachts bis 24 Uhr auf. Also da kriegt man bis 24 Uhr alles hier an Getränken, was das Herz begehrt. Und das ist eben die Tankstelle. Und da hier rechts an der Seite bei der Tankstelle, da drin ist der deutsche Bäcker. Also da kriegt man hier nicht nur türkische Backwaren, dann kriegt man eben auch deutsche Backwaren. So wie dunkles Brot, Schwarzbrot und solche Sachen. Der Burgberg, das immer wiederkehrende Motiv hier in Alanya. Und jetzt morgens, wo die Sonne raufknallt, sieht das nicht herrlich aus. Und Bodo Zert, er will nach Hause. Er hat gesehen, dass ich wohl Berry Cream fertig machen will, dass er morgens hier ein Leckerchen kriegt. Bodo, komm her, komm. Ja, feine. So, da ist jetzt der letzte Börek, den will ich jetzt fertig machen für Bodo, dass Bodo was zu futtern hat. Denn es wurde ja gewünscht, dass man mal sehen möchte, wie Bodo die Börek futtert. Natürlich mache ich ein bisschen was von dem Teig ab, so dass Bodo nicht so viel von dem Teig futtert. Ne? So, ich bin gar nicht so dazu so schnell gekommen, jetzt hier den Börek reinzutun. Und Bodo, der futtert. Der futtert. Dem schmeckt's, dem Bodo. Bodo, guck mich mal an. Guck mich mal an. Ja, feiner Bodo. Dem Bodo schmeckt's.